Hallöchen! Es ist ganz schön kalt draußen. Heute ist der erste Advent und ich starte heute eine vierteilige Serie zum Adventskranz. Ich habe ja eine Jahreszyklus-Serie gemacht. Ich verlinke dir die Playlist mal hier oben in der Ecke, wo ich mit Hilfe eines Buches, der Jahreskreis, das verlinke ich dir mal unten in der Infobox, ja, mir die natürliche Bedeutung oder die Bedeutung der Dinge, die in der Natur passieren, angeeignet habe und wirklich sehr fasziniert war. Besonders der Dezember hat es mir angetan und da gibt es auch eine Stelle über den Adventskranz und als ich die gelesen habe, ich kann mit Weihnachten sonst nicht sehr viel anfangen, aber diesen Adventskranz, die Symbolik dahinter, die fand ich wirklich wunderschön. Ich habe mir auch einen kleinen Spickzettel gemacht, weil ja da so viele schöne Sachen dabei sind. Und ich möchte dir jetzt an jedem Adventssonntag die Bedeutung der Kerzen erzählen und jetzt im ersten Video auch nochmal einführend einige Dinge über den Adventskranz an sich. Der Adventskranz hat nicht den christlichen Ursprung, wie man das im Internet sehr viel finden kann. Ihn gibt es schon viel länger und er wird auch Jahreskranz oder Elementekreis genannt. Und wenn ich jetzt ein festes Zuhause hätte, dann würde ich jetzt da sitzen mit einem Adventskranz und bei jedem Video eine Kerze mehr anzünden. Aber da ich ja, wie ihr wisst, auf Reisen bin, habe ich mir diese schöne Hintergrundlandschaft ausgesucht. Ihr kennt es vielleicht schon, ich war hier schon mal, ich bin bei meinem lieben Freund Markus in der Nähe von München und ich stehe hier in einem Fichtenwald und das ist immergrün. Und das Immergrün ist auch eine wichtige Bedeutung beim Adventskranz. Ja, die werden ja im klassischen Sinne mit immergrünen Zweigen gebunden. Ich habe auch die Jahre, wo ich das gemacht habe, den immer selber gemacht sozusagen mit und dekoriert, also den Kranz gebunden und dekoriert. Und es ist auch so ein bisschen wie so ein Mandala, ja, dieses symmetrische. Und du kannst, wenn du dir diesen Kreis oder diesen Kranz anguckst, dann besteht das aus einem Kreis und die Kerzen bilden ein Viereck. Und da habe ich auch sehr schöne Sachen gefunden. Und zwar, der Kreis symbolisiert die himmlische Ewigkeit und das Viereck die irdische, die körperliche Ewigkeit. Und diese immergrünen Zweige tun ihr Übriges dazu, dieses immerwährende, wiederkehrende zu symbolisieren. Und mit jedem Adventssonntag wird eine Kerze mehr angezündet. Also das Licht kommt, wir erhellen uns die dunkle Jahreszeit. Der Dezember ist ja wirklich der dunkelste Monat des Jahres. Auch in der dunkelsten Zeit haben wir den Funken der Hoffnung mit dabei, weil am 21. Juni haben wir die Wintersonnenwende und ab da werden die Tage wieder länger, also eine frohe Botschaft. Die Tage werden dann am Ende des Monats länger. Und diese Kerzen, ja, die unterstützen uns auf diesem Weg und erleuchten schon die Zeit. Der Adventskranz ist ein Symbol der Hoffnung, ja, dass das Leben niemals endet. Ja, egal, ob wir den Körper verlassen oder unsere Seele lebt immer weiter, auch wenn du da jetzt vielleicht nicht dran glaubst, aber vielleicht kannst du trotzdem einfach weiter zuhören. Und ja, die Hoffnung, die in diesem Kranz steckt, ja, doch ein bisschen an dich, vielleicht berührt die dich ein bisschen. Und auch gerade in schweren Zeiten, die vielleicht im Dezember naheliegender sind, weil die Dunkelheit es uns ein bisschen schwerer macht, ja, im Sommer, wo die Sonne die ganze Zeit scheint und alle gut drauf sind, fällt es einem leicht. Aber im Winter, das ist schon auch ein bisschen herausfordernd manchmal, ja, das Dunkle zu akzeptieren, das Dunkle, dem Dunklen in sich selbst zu begegnen. Und da helfen einfach Rituale, ja, und wenn du dir einen Adventskranz bindest und die Kerzen draufpackst und ihn vielleicht auch noch dekorierst und weißt, du zündest jetzt immer mehr Kerzen an und immer mehr wird dein Dezember beleuchtet, vielleicht hilft dir das ein bisschen, Hoffnung zu gewinnen. Und auch das Wissen darum, dass
dass der Abschied notwendig ist, damit Neues kommen kann, ja, damit die Verwandlung stattfinden kann. Vielleicht hilft dir das auch, das Schwierige manchmal besser auszuhalten. Die vier Kerzen stehen symbolisch für die vier Himmelsrichtungen, für die vier Elemente, und auf die möchte ich jetzt eingehen. In jedem Video, wie gesagt, beleuchte ich die einzelne Kerze, die dann entzündet wird. Ich möchte dich einladen, dir heute beim Entzünden der ersten Kerze Zettel und Stift zu nehmen und dir ein paar Dinge aufzuschreiben zu den Fragen, die ich dir jetzt gebe, und da einfach ein bisschen drüber nachdenken. Und bei jeder Kerze, die du entzündest, kannst du einen weiteren Zettel schreiben, und dann zu Silvester werden diese Zettel als Ritual verbrannt. Und es ist auch so ein bisschen wie so nochmal Revue passieren lassen des Jahres, Resümee ziehen, um einfach auch ja, bewusst das Jahr nochmal zu beleuchten oder verschiedene Bereiche in deinem Leben und dann ja, das Kommende bewusster entscheiden zu können oder Entscheidungen zu treffen und auszuwählen für dich, was jetzt gerade dran ist. Die erste Kerze steht für den Winter. Also wir starten im Winter bei der kalten Jahreszeit, und als Element haben wir die Erde, die Mutter Erde, auf der ich gerade stehe, auf der wir alle stehen, die uns nährt. Es geht um das Materielle in unserem Leben. Ja, und da gehen die Fragen in diese Richtung. Wie bist du materiell aufgestellt? Bist du da zufrieden? Ja, das bist du geerdet oder brauchst du da, möchtest du dir Dinge aneignen, um ja, diese Erde, die dich trägt und nährt, besser zu spüren? Wie verlief dein letztes Jahr materiell? Bist du da zufrieden mit dem, wie es war? Oder möchtest du im kommenden Jahr etwas verändern? Ja, möchtest du dich in irgendeiner Form weiterentwickeln? Und zum Materiellen gehört auch dein Körper. Ja, wie ging es dir gesundheitlich? Wie geht es dir mit deiner Gesundheit? Möchtest du da vielleicht irgendwas verändern? Möchtest du dich natürlicher ernähren? Möchtest du dich wohler in deinem Körper fühlen und ja, dafür etwas tun? Sei es jetzt Sport oder über Ernährung oder frische Luft oder was man dem Körper alles Gutes tun kann. Ja? Wie sieht es da bei dir aus? Wie zufrieden bist du da mit dir? Möchtest du da etwas verändern? Ja, und auch Zukunftspläne, Zukunftswünsche. Also was hast du im Bereich des Materiellen für Wünsche? Was möchtest du erschaffen? Ja, gibt es irgendwelche Bücher, die du schreiben willst? Oder ein Haus bauen? Oder was auch immer, was materiell ist. Was gibt es da für Wünsche in der Zukunft in dir, wo du vielleicht mal ein paar Schritte drauf zugehen möchtest? Also die erste Kerze, der Winter, das Materielle. Was fällt dir da ein? Was möchtest du aufschreiben, um es dir bewusster zu machen, um mehr Klarheit in das Thema zu bringen? Das war's zur ersten Kerze. Und am nächsten Sonntag sehen wir uns hoffentlich spätestens wieder zur zweiten Kerze. Und dann erzähle ich dir, wofür die zweite Kerze. Ciao!